Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Aufnahme. Wir schauen mal kurz in die Furchtschong, was wir für unsere neue nächste Gruppe so alle schon beisammen haben. Wir sollten vielleicht dieses Ding hier mal nehmen, auf jeden Fall 3-3. Kann man die testen? Machen wir mal schnell eine Testfahrt. Was kann so eine Flak, eine 8-8er? Steht die Starre irgendwo rum? Ah, ja. So, kann man das anschauen irgendwie? Aha, es ist ja schon ein richtiges Monster. Also mit dem kannst du dich nirgendwo mehr verstecken. Alles klar. Kanonenfutter. Bams, zerstört. Oh, wahrscheinlich ist man da One-Hit. Bams, zerstört. Ja, die Flak, die 8-8er. Das Herzstück eines jeden panzerfahrenden irgendwas. Eine 8-8er KWK-L, irgendwas sollte es schon sein. Ich glaube, die hat eine L18 Munition drin. Aha, was heißt weiß? Treffe ich nicht. Warum ist das weiß? Es weiß keiner. Doch, jetzt haben wir getroffen. Alter, die zerfickt einfach alles, die 8-8er. Wenn man jetzt bedenkt, dass das Arcade-Modus ist. Fühlten sich das dann so als Luftabwehr an? Gar nicht. Panzergranate laden! So, die 8-8er, Badass Motherfucker. Das ist schon ein giftiges Teil gewesen damals, ja. Sowohl Freund als auch Feind haben das definitiv. Witzig ist, dass mir das dann nicht mehr angezeigt wird. Dass ich das treffe. Es ist eigentlich. Komm, komm, zieh, Junge. Zerstört. Ja, man muss schon sagen, böse, böse. Ich kenne zwar dieses Fahrzeug nicht. Ich wage zu bezweifeln, dass es das jetzt wirklich gegeben hat. Muss ich dann mal ein bisschen recherchieren. Okay, zurück zum Hangar. Ja, natürlich möchten wir wieder zurück. Müssen wir kurz lesen, was da noch dabei steht. Dann Information, oder? Scheiß auf die Information. Wurscht. Okay, wir sollten dann vielleicht, ich glaube, die muss ich dann sogar fast nehmen. Dieses Fahrzeug, auch wenn ich von denen nicht viel, so viel halte, dieses Fahrzeug. Ist jetzt schwierig. Es könnte sein, dass ich dann vielleicht sogar doch lieber den mitnehmen will. Sollte ich jetzt mit der Tests, mit der Forschung umschwenken, allerdings wird die Forschung ewig dauern. Weil ich ja nicht so viel spiele. Interessant. Der Wirbelwind, Ostwind oder was weiß ich. Na, und das habe ich gemeint im letzten Video, sofern denn online gegangen. Ich kann hier meine Fahrzeuge testen. Ne? Ich kann aber nicht, also es wäre sicher kein Problem gewesen, hier 2, 3 Flieger als Drohnen einzubauen. Ne? Die dann quasi hier ihre Kreise ziehen oder die eine, die quasi hier anfliegt, hier vorbeizieht, da hinten dann wieder umdreht und so weiter. Und eine, die quasi immer nur im Kreis fliegt. Das wäre definitiv nicht das Problem gewesen, dass man auch mal hier seine Flaks testen kann. Aber nun gut. Ich glaube, da bleiben wir mit der 8-8er
Die sind wir da gut beraten. Die will ich unbedingt haben. Dann wird sich unsere Gruppe wie folgt zusammensetzen. Es wird auf jeden Fall der werden. Es wird auf jeden Fall der werden. Nehmen wir logischerweise den auch mit. Und dann könnten wir... Will ich entweder den oder den. Einen von den beiden dann noch. Irgendwie so. Das wäre dann die neue Gruppe. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch erforschen. Wir erforschen aber den weiter. Nehmen wir einfach den. Ich weiß nicht warum. Ich finde den witzig. Wahrscheinlich ist er halt einfach viel zu groß, als dass er einen Nutzen bringt. So, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4. Hammer, passt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Schlacht. Wenn der Ladebildschirm zu lang ist, werde ich ihn einfach cutten. Oder ich cut's einfach jetzt. Ich starte die Aufnahme wieder, wenn das Match beginnt. Bis dann. Tschüssili. Und da sind wir zurück. So. Ja, wie war denn das nochmal? Ich glaube, die Map kenne ich auch nicht. Ich kenne, glaube ich, gar nichts mehr. Die schauen alle so fremd aus. Aber das liegt auch eher daran, dass man so selten spielt. So. Was haben wir denn hier Schickes? Ich glaube, ich kann mich grob wieder dran erinnern. Und das war das mit den ganz vielen Bots. Und der nicht vorhandenen Deckungen. Der hat den Superdiesel getankt. Und da hat er was verloren, oder? Ach nee, das war... Also an dem Baum, glaube ich, war ich nicht wirklich dran, oder? Das... Landung? Wo landen wir denn? Einzige Deckung, die es da gibt. Das ist aber schlecht. Okay, dann machen wir das jetzt mal anders. Wir reiten richtig ins Dorf rein. Machen wir mal eine Schwachsinnsaktion. Aha. Fahren wir mal hier zumindest, wenn man das so sieht. Also wirklich senken sind es ja gar nicht. Fahren wir einfach mal hier in die Ortschaft rein und hoffen, dass da halbwegs Häuser drin sind, die uns den Arsch retten. Links sehe ich einen fahren. Oh. Da kriegen wir hart aufs Gesicht. Oh. Einen getroffen. Das sollte zumindest schon mal eine Abschusshilfe geben. Zwei getroffen. Und zerstört. Jawoll! Haha! Ihr Schnibbelchen. Da habe ich einen rausgewurstet. Frag mich nicht, wie der treffen konnte, durchs Haus durch. Da schießt einer. Heiliger Bimbam, komm, Staub, leg dich. Da hätte ich fast drauf geschossen jetzt. Alter, du fragst dich echt, wie die immer treffen können. Es staubt, du siehst nichts. Die müssen mit so popeliger Mindestgrafik spielen.
Dann vergrabe ich mich da jetzt erstmal ein. Merkt ihr das? Was soll die schießen? Da schießt ein anderer, das passt schon. Alter, wie der eigene Panzer da hinten meine Deckung zusammenschießt, der Arsch. Alter, von wo? Das möchte ich jetzt sehen. Von wo? Was war das jetzt bitte? Achso, Artillerie. Alles klar. Unsere Jungs. Mit was fahren wir rein? Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ja, müssen wir mit dem rein. Ja, das ist das Problem mit dem hirnlos reinfahren, ne? Alle anderen lassen sich hart zerficken. Aber was will man machen? Wie viel leben denn überhaupt noch? Ja, von unserem, vom gegnerischen Team leben noch alle. Das ist geil. Also es wird auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, los. Frage ist, will ich meinen Panzer jetzt überhaupt noch opfern? Um das zu verhindern. Weil da platzen ja eh schon wieder unsere. Aber ihr seht es ja selber, das ist so schwachsinnig, was Deckungen anbelangt. Da können sie eigentlich gleich so eine plane Fläche machen. Und da ist wenigstens ein bisschen Schatten. Aber ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. So. Und wenn der Gegner mit Einstellungen spielt, die jenseits von Gut und Böse sind, dann nutzt das ja eh nichts. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt von unseren Leuten noch irgendwer was getötet hat. Der Feind siegt. Ja, natürlich siegt er. Ich riskiere es, es bleibt mir nichts anderes übrig. Hauptsache, Alter, da stehst du neben dem scheiß Baum und trotzdem wird er umgefahren. Meine Fresse, was ist denn das schon wieder für eine verhurte Game-Mechanik? Du berührst noch nicht mal den Baum. Gott! Soll einer verstehen manchmal. Soll man die jetzt 10 Kilometer umfahren, damit so ein scheiß Baum nicht umfällt, oder was? Das ist schlecht. Wenn man schon so ein Flugzeug immer näher kommen hört. So. Rechts neben mir. Alles, was rechts neben mir ist, kann nur noch Feind sein. Okay.
Da wird auch geschossen. Also ich kümmere mich jetzt gar nicht mehr um den Punkt in der Mitte. Der ist mir eigentlich relativ wurscht inzwischen, weil los wird so oder so. Weil sterben ja nur unsere Leute. Und unsere kriegen nichts gebacken abzuschießen. War das jetzt richtig deutsch, was ich gesagt habe? Ich weiß es nicht. Ich suche Lümmel hier draußen, die die NPCs nageln wollen. So, das ist doch ein schönes... So, schauen wir mal, wo da noch einer rumlümmelt. Hoppala, das war sehr kurz. Keine Ahnung, ob der jetzt schon hin ist oder nicht. Dank des Baumes sehe ich nichts. Und der dürfte aber schon total hin sein, ja. Ist diesmal ein sehr, sehr, sehr schwaches Game. Von mir kann ich jetzt nicht beurteilen. Wer schießt denn da? Es kann eigentlich nur ein NPC sein, weil so... Ach, der da vorne, okay. Ah, da haben wir ein Opfer. Der Rauch ist natürlich richtig suboptimal. Ich sehe noch nicht mal die Einschläge. Das ist zu kurz alles. Nichts. Deutlich zu kurz, wenn es mein Einschuss war. Alter, verarscht mich doch gerade, oder? Ja. Es war Verarschung, das war wahrscheinlich die Einschüsse vom Vorderen. Jetzt wäre ich drauf. Ja, wie gesagt, Mitte. Das war ein ganz schlechtes Game. Interessiert mich nicht. Komm, wegklicken, komm. Gott. Ja. Traurig, dass man mit der Leistung beste Staffel wird. Ja. Also da waren wieder definitiv alle geschlossen, alle Idioten auf meiner Seite. Von da ab nach unten. Das Witzige ist ja, dass der mit Abschusshilfe trotzdem da hinten ist. Fragt mich nicht, was die anderen gemacht haben, um vor dem zu sein, vor allen Dingen doppelt so viele Punkte zu haben. Wahrscheinlich sind sie nur AFK rumgestanden. Wow. So grottenschlecht. Aber man muss nehmen, was kommt. Man muss ganz einfach nehmen, was kommt. Aber was, ja. Da fällt mir noch nicht mal was dazu ein. Muss ich machen, tut mir leid. Ich will nur einfach schauen, was die Idioten da vorne gemacht haben. Weil für mich ist das unerklärlich. Muss ich nur kurz machen. Vor allem diese Schüsse immer von hinten. Freunde, yes.
Na, 16-fach brauchen wir jetzt nicht. Okay, man sieht ja leider hier nicht die Namen. Cortez ist vorne. Wo ist er? Cortez. Cortez, da ist er vorne. Okay. Schauen wir mal. Sie fahren ja schön brav da rein. Das schaut doch relativ schnell aus. Wolf bleibt jetzt da mitten im Feld stehen. Das ist schon mal ganz schlecht. Sie fahren noch rein. Das ist okay. Das war der, der da gesprungen ist. Okay. Alter, wie... Oh, der bleibt da einfach mitten drin stehen. Und fährt dann auch noch über das offene Feld da rein. Und dann bleibt er wieder mitten im... Ach, Kinder. Kinder. Da, alle vier Stück. Alle vier Stück. Sag mal. Wie heißen denn die... Der da vorne... Gott, alle vier Stück. Oh Gott. Wieso spielt man dann denn das Spiel überhaupt, wenn man so eine Scheiße... Dann spielt doch Arcade-Modus bitte, aber lasst doch Realistik in Ruhe. Oh Gott, wird mir da jetzt wieder schlecht. Das hätte ich nicht anschauen dürfen. Oh Mann, ich muss da raus. Gut, mehr brauchen wir von der Wiederholung nicht anschauen. Ihr habt jetzt diese vier... Oh, eigentlich, ja doch, muss man beleidigen. Diese vier muss man beleidigen. Es tut mir leid, es... Ja, da muss ich mal schon heftig den Kopf kratzen. So, wenn ich die Deutschen spiele. Ja, obwohl, es waren die Russen auch dabei. Ja, aber mit deutschen Panzern bist du nicht der Schnellste. Dein, ja, nee, will ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Ihr habt das Spiel gesehen. Wenn's euch, ja, puh, das muss ich jetzt, ja, machen wir's anders. Wenn's euch gefallen hat, wie ich es gespielt habe, versucht habe zu spielen, dann Daumen nach oben. Könnt ein schönes Hallo da lassen im Spiel. Tipps und Tricks braucht da keine bei dem Spiel jetzt reinschreiben. Das ist eh Hopfen und Malz verloren. Und ehrlich gemeint, Abonnenten sind auch gern gesehen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haut da rein. Tschüssili.